Die Modell-Rennboot-Piloten sind am vergangenen Wochenende in ihre neue Saison gestartet. Auf der Elbe, und zwar einem Teilstück der Dessauer Kornhaus-Rennstrecke, waren Rennbootmodelle verschiedenster Kategorien am Start, um in Einstell- und Showfahrten zu zeigen, wie gut der Besitzer sein Modell abgestimmt und über den Winter hinweg vorbereitet hat. Die Elbe stellte für die meisten der Rennboot-Piloten eine besondere Herausforderung dar, ist nicht jeder bisher auf einer Strömung von 5 bis 8 Stundenkilometer pro Stunde gefahren. Und hier geht es noch, es sind meistens ja nicht so viele Boote auf dem Wasser, hat man einen guten Überblick über die ganze Geschichte, es sind keine großen Wellen, da lässt sich so ein Boot dann noch eigentlich sehr gut handeln. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, man muss sich auf seine Sache konzentrieren bei dem Ganzen, dann kriegt man es eigentlich auch in den Griff. Eigentlich wollten vom 1. Mai bis zum 3. Mai die Modellbootpiloten ihre Saison im Waldbad Freundschaft in Dessau eröffnen und wie gewohnt zahlreiche Gäste aus nah und fern begrüßen. Doch in diesem Jahr war und ist alles anders. Und so mussten die Mitglieder des Modellsportclub Elbe Dessau ihren Standort wechseln. Grund dafür ist eine überdurchschnittlich hohe Lärmbelästigung, die den Anwohnern des Stadtteils Türtens höchstens an 10 Tagen im Jahr zuzumuten ist. Für den Sommer hat sich ein Weltverband mit Sitz bei Potsdam für das Waldbad angesagt und will dort eine 10-tägige Weltmeisterschaft im Schiffsmodellsport mit Modellrennbooten durchführen. Zufrieden war der hiesige Modellsportclub damit nicht und musste, trotz einer noch ausstehenden Beantragung, der Weltmeisterschaft den Vorrang lassen. Und sind dann hier rausgegangen an den Leopoldshafen, an dem blau-weißen Start- und Zielturm des MBC Elbe Dessau, der ja unser Partnerverein mit ist, und haben dann hier die Möglichkeit, unser Powerboot-Treffen durchzuführen. Dahin geht erstmal der Dank an den MBC, dass er uns diese Möglichkeit auch mit eingeräumt hat, und ein großer Dank auch an den Seesportverein, der uns da auch Gelände zur Verfügung stellt, damit unsere Teilnehmer sich davon irgendwie unterbringen können. Es gibt immer Planungen nach einer Veranstaltung für die nächste Veranstaltung. Nur, dass eben die Frage offen ist noch, wo findet sie statt und findet sie als solches überhaupt statt? Weil wir, wie gesagt, ja nur zurzeit wie so ein Wanderzirkus hin und her machen. Ja, muss man sehen, was sich daraus ergibt, was wir im Jahr eventuell da für Entscheidungen treffen. Es ist eine Tradition, es ist etwas, was uns allen Spaß macht. Und es ist etwas, wo man dafür sorgen sollte, dass dieser Spaß an dieser Powerboot-Meetings, an diesem Sport nicht verloren geht, nicht durch irgendwelche Institutionen klein geredet oder kaputt geredet wird, und dass wir wieder auf unsere Location kommen, die wir eigentlich gewöhnt sind. Das heißt, Waldbad fahren oder eventuell Adria fahren. Auch wenn der Frust bei den Machern des Dessauer Clubs tief sitzt, kam der Spaß am Modellbootfahren nicht zu kurz. Sogar ein Rennboot mit 2 Turbinen konnte man bestaunen und mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit über die Elbe fegen sehen. Jens Lange ist Eigner dieser mehr als 10.000 Euro teuren Supermaschine und erklärte uns das Modell etwas genauer. Es sind Turbinen drin, es sind 2 JetCat SPM-5 Marineturbinen. Das ist eine 2-Wellen-Turbine, kann man sich vergleichen mit einem Helikopter. Helikopter hat ja auch eine Turbine, die auf ein Getriebe geht und einen Helikopter antreibt, also keine Schubturbine wie im richtigen Flugzeug. Die Turbine pustet praktisch auf ein 2. Flügelrad, welches dann ins Getriebe die Drehzahl nach unten bringt und mir im Vollgas bis zu 28.000 Umdrehungen stabil auf den Propeller nach hinten schickt. Turbine ist natürlich ein bisschen anders zu fahren als ein Verbrennungsmotor, das heißt, sie verzögert stark. Wenn ich Gas gebe, passiert erstmal nichts, bis halt der Schub aufgebaut ist, und genauso beim Gas wegnehmen dauert es wieder 1-2 Sekunden, ehe man merkt, dass der Schub weg ist. Deswegen ist es ein bisschen anders zu fahren als ein reiner Verbrennungsmotor. Das ist ein Katamaran, ein Mystic-Rumpf ist das. Der hat eine Gesamtlänge von 1,85 Meter. Wird sehr häufig gefahren in Deutschland. Ein beliebtes Modell, gibt es auch in verschiedenen Größen, gibt es sogar noch größer. Für mich hat es die ideale Größe, weil es auch passt zur Leistung der Turbine und zum Gewicht der ganzen Geschichte. Wie gesagt, Länge 1,85 Meter, Gewicht fahrfertig 29 Kilo. Das Gewicht braucht man aber auch, um dieses Fuhrer auch noch auf dem Wasser zu halten und nicht ab in den Himmel zu gehen. Die Lackierung ist halt von einem Team in Amerika, die in der Serie der Rennboote dort Rennen bestreiten. Das sind halt vorbildgetreue Lackierung eigentlich. Also ich messe jetzt nicht jedes Mal die Geschwindigkeit, weil das hat man eh so im Gespür. Ich weiß aber, dass das Boot halt, wenn ich lang genug stehen lassen kann, 160 km/h fährt. Die sind noch jederzeit drin. Kommt natürlich darauf an, wie die Bedingungen sind und ob ich auch
die Eier habe, sage ich mal, das Gas lang genug stehen zu lassen, weil das immer ein bisschen kritisch ist halt. Das Boot hat keine Bremse. Wenn man das Gas wegnimmt, geht erstmal die Kerosinzufuhr nach unten. Das Boot bremst aber nicht. Es wird erst ein wenig später langsamer. Für die Modellbootpiloten aus dem gesamten Bundesgebiet war es eine sehr gelungene und gut organisierte Veranstaltung. Doch bleibt eine große Unbekannte. Bisher haben einige Nationen ihre Teilnahme an der geplanten Weltmeisterschaft in Dessau-Roßlau eine Absage erteilt. Für die Dessauer Modellsportler wäre es ein Schlag ins Gesicht, sollten all die Mühen umsonst gewesen sein und eine WM fände nicht im Waldbad statt. So hätte der Modellsportclub Elbe-Dessau eine hohe Summe an Verwaltungsausgaben und sich viele graue Haare ersparen können.